Der Markt geht in die nächste Runde. Der Dow Jones hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen wieder Schwung aufgenommen und damit auch nun ganz klar, nicht nur im ganz kurzfristigen Bereich, den gucken wir uns auch noch gleich an, aber so dieses letzte Zwischenhoch. Wir erinnern uns, wir hatten ja eine deutliche Aufwärtsbewegung hier im Stundenchart beim Dow Jones. Beispielsweise hier eine deutliche Aufwärtsbewegung gesehen bis 26.650 circa. Anschließend ganz klar korrektiv, wackelig nach unten. Und zumindest mal hier, auch wenn das sicherlich ein etwas aggressiverer Einstieg ist, wir sehen das allerdings tatsächlich faktisch. Jetzt sind wir auch aus dem Trendkanal so mehr oder weniger raus. Hängt natürlich noch ein bisschen davon ab, wie man ihn exakt einzeichnet. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Variante, weshalb ich eigentlich die Trendkanäle als eigentlichen Ausbruch nicht nutze. Aber was schieben wir auf die Trendkanäle? Wir sehen letzte Tief, vorletzte Tief. Das Hoch dazwischen ist ein möglicher Trigger. Und das haben wir hier vorne schon, beziehungsweise jetzt aktuell nochmals eben gesehen. Und das Ganze, wir können das hier erahnen auf Stundenbasis, sowieso nochmal mit der tapferen Aufwärtsbewegung hier im Minutenchart nochmal, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Und das gibt uns so viele neue Chancen, nämlich Punkt 1. Wir erwarten doch, nachdem es vorne schon mal so hoch geht, dass es hinten ebenfalls nochmal sowas in der Richtung macht. Wir können also mit höheren Kursen rechnen. Vorsichtig allerdings, wir sind ja immer noch in der von mir mehrmals angesprochenen Zone bis 27.600, ein bisschen darüber. Das ist das Juno-Hoch, was wir hatten mit der EZB, nein, mit der Notenbank aus Amerika in Verbindung mit der Fed. Wir sollten eigentlich für ein abwärts gerichtetes Bild darunter bleiben. Jetzt sagt ein oder andere, ja, aber ich will ja gar nicht abwärts gerichtet. Das mag sein, wir vielleicht nicht unbedingt, aber ich weiß, dass der ein oder andere große Player im Markt ganz große Schwierigkeiten hat, weil er eben hier nicht wieder reingehen konnte in den Markt und jetzt auf viel Geld sitzt und sagt: Mensch, Mist, was machen wir denn jetzt? Eigentlich wäre das am geschicktesten, der Markt käme zumindest noch mal ein bisschen runter. Dann können wir ja noch mal überlegen, ob wir nicht dann weiter nach oben gehen oder ob dann, was weiß ich, welche Effekte, man hört ja so viel von zweiter Welle und Pipapo, dann noch zum Tragen kommt. Aber das wären zumindest mal erstmal Abwärtsszenarien. Das wünschen sich zumindest viele große Player. Wie gesagt, viele hatten gar nicht die Chance, in den Markt reinzukommen, in diesem starken Marktumfeld. Mit einer V-förmigen Bewegung können die meisten etwas längerfristig orientierten Investoren und gerade mit dem großen Geld, die dann ja auch nicht nur eine oder zwei Aktien kaufen, sondern en gros sich da eindecken müssen, meistens nichts anfangen. Also insofern ist das für die eine ganz blöde Situation und manch einer hofft jetzt, dass vielleicht im dritten Quartal, ja auch in der sogenannten Sommerflaute, dann der Kurs vielleicht tatsächlich ein bisschen runterkommt. Der Wunsch wäre auf jeden Fall da. Kurzfristig aber bleiben wir nochmal bei dem Bild. Sieht es ja eher nach aufwärts aus. Das sollte ja auch nicht wirklich für wundern, denn solche Bewegungen sind natürlich klassisch erstmal für eine Fortsetzung erstmal nach oben. Stichwort: Diese Marke sollte dabei idealerweise nicht mehr gebrochen werden, wenn dann das große Bild hier tatsächlich eintreten sollte. Für uns aber jetzt, die wir intraday oder auch mal für ein paar Tage drin sein wollen, scheint es erstmal die Long-Seite zu sein und wir dann hier auf so halber Höhe müssen wir dann mal gucken, ob wir da an der Stelle nicht nur ins Räuspern kommen, sondern vielleicht sogar den Dreh bekommen. Deshalb da vorsichtig sein, immer auch mit dem Trailing-Stop arbeiten, Stops nachziehen und sagen: Solange wir eine Trendbewegung, solange wir eine Trendbewegung haben, alles super. Nur wenn die dann ermüdet, dann sollte man dann auch sagen: Dankeschön, reicht auch für den Augenblick. Das Ganze passt auch super in die Überlegungen, die wir beim Nasdaq haben, denn der Nasdaq steht ja eigentlich auch noch mit seiner größeren Korrektur endlich mal an. Das fehlt noch komplett. Wir haben hier nichts einigermaßen sinnvoll Großes. Ganz am Anfang gab es eine, die einigermaßen für diesen kleinen Anstieg war. Seitdem ist nichts Vernünftiges, was auch immer vernünftig heißt. Da gibt es so gewisse Größenordnungen, mindestens mal 30%, eigentlich auch gerne so diese Fibonacci-Zonen. Das sollten wir noch mal sehen. Das fehlt hier gänzlich auf dieser Aufwärtsbewegung. Das heißt, auch da steht das noch bevor. Ob der Markt vorher dann noch ein bisschen nach oben geht, wir wissen ja, im Moment ist die Dynamik einfach nach oben. Es gibt nicht wirklich einen Indiz dafür, die Aufwärtsseite jetzt da schon ad acta zu legen. Auch hier beim Nasdaq kurzzeitig erstmal die Aufwärtsrichtung nochmal en vogue. Deshalb, Credo ist der Markt als nächstes erst nochmal auf der Aufwärtsseite. Aus meiner Sicht die starken Aufwärtsbewegungen versuchen zu nutzen. Die sind natürlich jetzt schon rum, die ich gezeigt habe, aber kleinere Rückwärtsbewegungen, insbesondere wenn sie wackelig sind, nutzen. Das kann auch manchmal eine ABC sein. Welches und an welcher Stelle, das werden wir wohl abwarten müssen.
Aber sobald diese sind, können wir in den Markt immer wieder reingehen. Das geht im Stundenchart natürlich genauso wie im Minuten- oder 5-Minuten-Chart. Minuten zugegeben ist sehr klein, aber wenn wir eine ABC-Struktur auf kleiner Ebene haben, wäre das grundsätzlich auch möglich. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen eine Anregung war, hier mal reinzugucken. Wer eine Idee für den Rohölmarkt noch gerne hätte, der kann sich unseren Trade des Tages für heute angucken. Es ist kostenfrei, man muss sich nur anmelden. Dort stellen wir unsere ganz konkrete Idee vor. Es ist noch ein bisschen auf der Kippe, aber könnte durchaus für Größeres reichen. Und diese Idee, so wie wir sie umsetzen oder so ähnlich auf entsprechende Marken, je nachdem, wie sich das entwickelt, lassen sich immer wieder gut umsetzen. Deshalb mein Tipp für heute, da auch noch mal einen Blick drauf werfen. In diesem Sinne, erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.